Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid beim Vortrag von Schrödingers Katze zu Quantencomputern. Ich habe mir was überlegt. Bevor ich euch jetzt viel erzähle, kriegt ihr eine Challenge. Und zwar kriegt ihr diese Puzzle gerade ausgeteilt. Meine Kollegin Elisabeth ist gerade unterwegs und teilt die aus. Ich habe nicht ganz für jeden welche dabei, aber schaut mal, vielleicht haben wir pro Reihe 1 bis 2, könnt ihr auch gerne zusammenarbeiten. Das sind so viereckige Teile, da sind verschiedene Katzen drauf und ihr müsst versuchen, die zusammenzusetzen. Eure Aufgabe dabei ist, es muss am Ende ein Quadrat ergeben, das 3x3 groß ist, so ein bisschen wie in dieser Vorlage hier. Und alle Katzen müssen einen passenden Körper und einen passenden Kopf haben. Das ist für euch die Aufgabe. Wenn ihr keins bekommt, keine Sorge, es gibt am Ende einen QR-Code, ihr könnt das zu Hause noch ausprobieren. Aber ich habe mir überlegt, ihr puzzelt jetzt 1 Minute, ich mache kurz Pause und wer das als erstes geschafft hat, kriegt eine Packung Gummibärchen. Die Hälfte der Zeit ist rum, die Gummibärchen winken, schnell melden, wenn ihr es habt. Sorry, ich habe noch Zeit. Okay, eure Minute ist auf jeden Fall rum. Ich habe euch schon 10 Sekunden mehr gegeben. Ihr dürft noch weiter puzzeln, während ich noch ein paar Sätze zu mir sage und warum ich euch eigentlich heute was über Quanten erzählen will. Aber genau, ich fange schon mal damit an, weil meine Zeit läuft auch. Warum möchte ich was über Quanten erzählen? Ihr habt es geschafft? Super, das klingt wunderbar. Ich komme einmal ganz kurz rein, kontrolliere das. Müssen leider zurückziehen. Alle anderen haben noch die Chance. Gut, ich habe mal Informatik studiert und ich hatte ein bisschen Momente, wo ich frustriert war. Und zwar, ich fand das super cool, KI. Jetzt alles wunderbar, alle wollen was darüber wissen. Ich vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren, dachte, wow, das ist genau die Vorlesung, die ich hören will. Habe mich da angemeldet, bin hingegangen, habe gesagt, oh cool. Dann mehrere Personen haben diese Vorlesung zusammengehalten und ich bin die ersten Wochen immer begeistert nach Hause gegangen. Ich habe meinen Mitbewohnern versucht zu erzählen, was passiert da gerade bei KI, das müsst ihr wissen, das und das, wir haben heute Fische einsortiert, super aufregend. Dann irgendwann kam die nächste Person rein und hat den Vortrag weitergeführt. Und ich war so, das sind nur Matheformeln auf der Tafel. Die Person hat nicht viel gesagt, ich habe nichts verstanden. Gut, muss an mir liegen, ich gehe mal nach Hause. Ich beschäftige mich mal damit. Irgendwo habe ich eine Wissenslücke anscheinend. Gut, habe mich damit beschäftigt, bin richtig motiviert, wieder reingegangen, nächste Vorlesung. Sitzt da wieder, alles genauso, Matheformeln, nicht viel erzählt. Ich dachte, okay, gut, ich glaube, ich bin in der ganzen Vorlesung falsch, ich soll mir nochmal Gedanken machen. Ja, habe eigentlich schon ein bisschen abgeschlossen damit. Meldet sich ganz am Ende eine andere Person, ein bisschen mutiger als ich, muss ich zugeben. Und die sagt so, Entschuldigung, ich habe die letzten 2 Vorlesungen gar nichts verstanden. Ich so, ja, ich auch. Ja, der Dozent so, ja, stimmt. Gucken uns an, wie, ja, stimmt. Ja, sagt er so, können Sie gar nicht verstehen. Sie sind alle Informatiker hier, oder? Ja, alle nicken so. Ja, muss man Mathe studiert haben, um das verstanden zu haben. Ich habe mich ein bisschen wie in so einem Sketch gefühlt und war so, ja, okay, alles nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Und das war so ein Moment, der hat mich aber richtig frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so, wir können nicht Dinge erzählen, wie derjenige, der es verstanden hat, gerne erzählen möchte, sondern wir müssen das so erzählen, wie diejenigen, die es lernen wollen, wo die anfangen. Und das hat mich immer so frustriert, ich habe tatsächlich das Modul geschmissen und habe mein Studium unterbrochen für eine längere Zeit. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Motivation,
wenn wir über Technologien sprechen, müssen alle mitsprechen können. Das ist wichtig für eine Demokratie, das ist, damit wir diskutieren können, damit wir Regeln aufsetzen können. Und es ist nicht unbedingt wichtig, dass es immer nur die Leute gibt, die es entwickeln oder die es anwenden, sondern wir müssen alle mitreden können. Dafür müssen aber alle ein Grundverständnis haben. Und genau das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich sage, wir müssen solche neuen Technologien verständlich erklären. Wir können nicht nur mit Matheformeln daherkommen. Da gibt es Leute, die finden das gut, und es gibt genügend, die finden es nicht so gut. Und deswegen habe ich jetzt so die letzten Jahre mich ein bisschen mit Quanten und Quantentechnologien beschäftigt und habe gedacht, ich erzähle es heute mal vielleicht auf eine möglichst leichte Art, damit wir ein bisschen alle einen Einstieg finden. So, ich fange jetzt mit den Quanten an. Ihr könnt das Puzzle zur Seite legen, wer es immer noch probiert hat. Ich gehe davon aus, dass es meistens keiner schafft. Ich muss sagen, es ist nicht unmöglich, fairerweise. Aber gucken wir uns mal an, warum das so ist. Tja, ich habe meine Matheformel auch dabei. Ich einmal anschauen. Manchmal erkläre ich die, mache ich aber nur, wenn ich mehr Zeit habe. Ihr müsst jetzt einfach annehmen, dass die ganz gut ist. Ob die auch perfekt ist, ist vielleicht am Ende gar nicht so wichtig. Wir haben eine Formel, wir haben eine Seitenlänge von diesem Puzzle. Die ist bei eurem Puzzle 3 mal 3, also Seitenlänge ist 3. Die Karten können gedreht werden, dafür multiplizieren wir ein bisschen was rein und die Karten können an unterschiedlichen Positionen liegen. Da können wir jetzt ausrechnen, wie viele Möglichkeiten gibt es dann, diese Puzzleteile dahin zu legen. Gut, würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Ich habe das für euch schon mal ausgerechnet. Wer hat da eine Idee? Es gibt ein einfaches Puzzle, ich habe es euch einfach nicht mitgebracht, ich hatte Angst um meine Gummibärchen. Bei einem 2x2-Puzzle, wer hatte zum Bauchgefühl, wie viele Möglichkeiten gibt es mit nur 4 Puzzleteilen, die hinzulegen? Einfach mal reinrufen laut. 16? Ich muss sagen, ein bisschen höher. Ja. Bitte, lauter? 64? Ja, kann euch sagen, immer noch viel zu niedrig. Immer noch viel zu niedrig, hängt mal ein paar Nullen dran. 6144 Möglichkeiten. Ganz ehrlich, das kann man tatsächlich auch in weniger als 5 Minuten auf jeden Fall schaffen, weil man kann ganz viele Sachen ausschließen. Bei 4 Teilen geht das noch ganz gut. Gut, ich habe es für euch ein bisschen schwieriger gemacht. Ihr habt 3x3 Puzzleteile, also 9 insgesamt. Was denkt ihr? Doppelt so viel? Dreimal so viel? Wer hat eine Idee? Ich sage im Voraus, hängt ein 0 dran, mindestens. Ja, jemand eine Idee? Ja, das klingt ja wunderbar gut. Da hat gleich jemand nachgerechnet. Es sind über 95 Milliarden Möglichkeiten, wie ihr diese Puzzleteile hinlegen könnt. Um fair zu sein, es gibt 2 Lösungen und am Ende ist es egal, worum die gedreht sind. Ihr könnt jetzt nochmal teilen, dann sind wir irgendwie bei, weiß nicht, 12 Milliarden Möglichkeiten. Muss man ein bisschen mit System durchgehen. Wenn wir das in einer großen Gruppe machen, klappt das auch oft, dass das jemand mal schafft in 10 bis 15 Minuten, aber es ist relativ schwierig. Ich habe es auch mal direkt mit draufgeschrieben, wie ist das dann bei 4x4 Puzzleteilen und 5x5. Ich spreche die Zahlen nicht aus, mir ist es zu groß. Das ist so ein bisschen genau der Punkt, warum ich euch dieses Puzzle zeigen will. Es sieht aus wie ein Kinderpuzzle. Das können wir auch Kindern geben, die können das puzzeln. Die können wir auch lange damit beschäftigen, auf jeden Fall, wenn die ausdauerfähig sind. Was ich aber zeigen will, das ist ein Problem, das sieht am Anfang super leicht aus. Ich weiß nicht, wie viele von euch gedacht haben, das schaffe ich heute auf keinen Fall. Aber genau das ist der Punkt. Wir legen nur ein paar Puzzleteile dazu und das explodiert an Möglichkeiten. Wir können das nicht mehr berechnen. Es gibt jemanden, der hat mal so ein bisschen getestet, der hat sich einen Laptop genommen und hat gesagt, okay, ich runde mal da ein bisschen auf und da ein bisschen auf, dann schafft mein Laptop ungefähr 1 Million dieser Möglichkeiten pro Sekunde durchzutesten. Gut, wie lange dauert das, bis die alle mal so durchgetestet sind? Mein Laptop soll ich mal alle anschauen und soll mir am Ende die eine richtige Lösung geben. Ja gut, am Anfang ist das noch leicht. Beim ersten mit 6144 Möglichkeiten. Weniger als 1 Sekunde, wunderbar. 95 Milliarden. 26 Stunden, 25 Minuten müssen wir auf das Ergebnis warten. Dann doch lieber den Kindern geben. Wie geht das weiter? Ja, viele Jahre auf jeden Fall beim 4x4 Puzzle. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit. Für 5x5 habe ich es nicht ausgerechnet. Gut, der hat auch gesagt, er könnte seinen Algorithmus noch ein bisschen verbessern. Dann könnte es auch schneller gehen. Er könnte auch sagen, er schafft das 3x3 noch in unter einer Minute, wenn er seinen Algorithmus optimiert. Der muss nicht alles angucken, wenn die ersten 2 Puzzleteile nicht zusammenpassen. Reicht davon aus, brauche nicht weiter gucken, schafft das unter einer Minute. Ist aber egal, beim nächsten warten wir halt trotzdem einige Monate drauf und beim 5x5 warten wir dann irgendwann trotzdem Jahre drauf, hat keiner so lange Zeit. Es gibt auf jeden Fall in dieser Welt ganz viele Probleme, die können wir nicht berechnen, wo wir ganz oft glauben, Computer können doch eigentlich alles. Wir müssen ihnen nur sagen, was sie machen sollen, aber ihr habt einfach nicht so viele Zeit, bis sie das wirklich gelöst haben. Da könnte uns die Quantenmechanik helfen. Und darüber will ich jetzt mit euch sprechen. Quanten sind erstmal sehr, sehr klein. Und die können immer nur in bestimmten Portionen existieren. Das ist das Besondere an Quanten. Ich kann nicht irgendwie 2,5 oder sowas haben, sondern ich habe 1, 2, 3, 5 oder sowas und immer so Pakete. Daher kommt auch so ein bisschen der Name.
dass die gequantelt sind, also in Stückchen existieren. So Beispiele von Quanten, die hat man vielleicht schon mal gehört, ist ein Elektron, elektrische Ladungen, so eine Batterie oder ein Photon sind die kleinsten Einheiten von Licht. Da gibt es auch noch viel mehr, aber das sind zwei super bekannte. Und die haben ganz spezielle Fähigkeiten und die wollen wir nachher ausnutzen. Dazu wollte ich noch sagen, es gibt die Begriffe Quantenmechanik, Quantenphysik und Quantentheorie. Lasst euch von denen nicht so verwirren. Die sind nämlich eigentlich mehr oder weniger Synonyme. Alle beschäftigen sich damit, wie verhalten sich Quanten, was machen die eigentlich und wie können wir das beschreiben. Sind also alle ziemlich nah beieinander. So, kommen wir zum ersten Effekt. Das ist das Phänomen, was die Quanten können. Und zwar Superposition. Ihr belegt jetzt, ja, vielleicht war jemand gestern schon da, ist nach Hause gegangen, ist durch den Park gegangen, vielleicht macht er es heute noch. Ihr seht dann einen Baum stehen, der steht da an der Stelle, der ist vielleicht grün, ist gerade die passende Jahreszeit. Und jetzt können wir uns, glaube ich, alle ziemlich schnell darauf einigen, dieser Baum wird da immer stehen, egal ob ihr an dem vorbeilauft oder nicht. Genauso seht ihr auch gerade mich mit meinem dunkelroten T-Shirt. Und das wird dunkelrot sein, egal ob ihr gerade alle die Augen zumacht oder nicht. Das wird nicht plötzlich schwarz sein. Das ist, was wir so ein bisschen Realität nennen, was wir intuitiv dafür kennen. Das Problem ist, Quanten arbeiten überhaupt nicht intuitiv. Alles, was wir hier sehen, ist aus Quanten aufgebaut und trotzdem widersprechen die total unsere Intuition. Für Quanten ist das nämlich anders. Die können in einer Superposition sein. Das heißt, eine Überlagerung von zwei Zuständen. Das heißt, irgendwie eine Eigenschaft von denen ist nicht eindeutig festgelegt. Und die wird aber immer festgelegt, wenn man sie misst. Das bedeutet, wenn keiner hinschaut, könnten die auch was anderes sein. So lange, bis einer hinschaut und erst dann legen die sich fest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. So, muss ich mal kurz hier weiterblättern, nicht, dass ich was vergesse. Genau, also man sagt häufig, dass die in zwei Zuständen gleichzeitig sind. Die sind nicht wirklich in zwei Zuständen gleichzeitig, sondern es ist einfach nur eben eine Kombination oder eine Überlagerung. Wir können es gar nicht genau erklären, weil keiner ist, hat die passende Größe, um mal dahin zu gehen und nachzuschauen, was das ist. Vielleicht findet es noch irgendjemand raus, bisher ist es nicht so. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Quanten nehmt, es dauert noch ein bisschen, bis es weitergeht. So, hier habe ich wieder mein Photon. Ich könnte ein Experiment aufbauen und könnte sagen, ja, da gibt es eine Abzweigung, man kann sich nach links und rechts entscheiden, schickt mein Photon da rein. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt ein einzelnes Photon da reinschicke? Das muss ich entscheiden, gehe ich links oder rechts vorbei. Wenn wir aber nicht gucken, wohin das Photon geht, dann wirkt das, wie wenn das beide Wege gleichzeitig geht. Und das kann man Experimenten zeigen. Das ist ein bisschen ein dieser verrückten Sachen. Das passiert genau so lange, bis nachgeschaut, also gemessen wird, wo lang geht das denn jetzt? Das ist die Superposition. Also irgendwie, es gibt irgendwie zwei Zustände, die sich überlagern. Und wir können gar nicht genau sagen, was ist, aber immer wenn es gemessen wird, wird es festgelegt. Einer ihrer Zaubertricks. Genau, und ihr kennt vielleicht auch alle Schrödingers Katze, steht auch so schön in meinem Titel mit drinnen. Das wirkt ganz schön absurd, was ihr da gerade gehört habt und überhaupt nicht intuitiv. Und dieser Mann hat sich einfach genau das Gleiche gedacht. Und so ist nicht unsere Realität. Und er hat gesagt, okay, wie kann ich den Leuten das erklären? Ich mache irgendwelche Messungen im Labor und ich glaube nicht, was dort passiert, aber irgendwie tut es das ja. Also hat er sich diese Geschichte ausgedacht, dass ich eine Katze in eine Box reinpacke, noch so eine Maschine reinbaue, die die Katze vielleicht umbringt, arme Katze. Und solange ich die Box nicht öffne, muss ich davon ausgehen, dass sie tot und lebendig gleichzeitig ist. Und das ist die Schwierigkeit. Es gibt keine Katzen, wir kennen keine Katzen, die tot und lebendig gleichzeitig sind. Es ist nur eine Annahme. Und genau das müssen wir aber gerade im Moment mit den Quanten auch machen. Okay, dann gibt es noch ein zweites Phänomen, die Verschränkung. Tja, also das ist immer das Schwierige. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen, ich spreche ein bisschen in Metaphern. Wenn ich eine Metapher benutze, dann kann man damit gut was erklären. Aber was die Metapher erklärt, den einen Teil gut. Und irgendwo hinkt die halt auch total. Machen wir mal Verschränkung. Ich habe mich heute Morgen hier vorbereitet, um hierher zu kommen, habe mir meine Zähne geputzt, habe meine Socken angezogen. Ich nehme den ersten Socken, ziehe mir den an meinen linken Fuß. Damit ist automatisch der andere Socken der rechte Socken. Verschränkung bedeutet, dass zwei Quanten zusammenhängen, also sie irgendwie korrelieren ihre Messwerte miteinander, egal wie weit die voneinander weg sind. Ein bisschen so wie mit meinen Socken. Sobald ich den einen linken anziehe, ist der andere auf jeden Fall der rechte, egal wie weit er weg ist. Das stimmt allerdings nicht ganz, weil ich entscheide ein bisschen mit. Und jetzt könnte zum Beispiel Elisabeth kommen, könnte sich mal schnell meinen Socken schnappen und könnte auch links anziehen. Das ist nicht so. Das ist das Problem mit diesen Metaphern. Aber wir können eben zwei Quanten zusammenbringen. Dafür gibt es Prozesse, dass sie verschränkt sind. Und wenn ich das eine messe, wird das andere auch automatisch festgelegt und die sind abhängig voneinander. Wir können die nicht mehr einzeln beschreiben. Das ist auch so ein Phänomen, was dort passiert.
ist zum Beispiel was, woran Einstein sein ganzes Leben lang nicht geglaubt hat. Er hat immer gesagt, nee, das kann gar nicht so sein. Und er hat das spukhafte Fernwirkung genannt. Er hat gesagt, es kann nicht schneller sein als Licht. Die können ja nicht miteinander telefonieren. Ich beeinflusse auch gerade nichts, was irgendwie auf der anderen Seite der Welt passiert. Kann ich auf jeden Fall nicht schneller als vielleicht ein Videostream gerade bis dorthin geht. Bei den Quanten ist das tatsächlich so. Es wurde nach seinem Tod auch noch bewiesen. Gut, reden wir mal ein bisschen über Quantentechnologien. Das ist eigentlich mein Ziel für heute. Ihr habt alle heute schon Quantentechnologien genutzt. Und zwar, es gibt die sogenannten Quantentechnologien der ersten Generation. Da gehören zum Beispiel Solarzellen, GPS, LED, Kamerasensoren, Laser und Computerchips dazu. Hat man also irgendwie alles schon mal in der Hand gehabt. Wenn ihr heute ein Handy in der Hand gehabt, habt ihr schon mal Quantentechnologien in der Hand gehabt. Das Besondere ist, im Moment wird an Quantentechnologien der zweiten Generation geforscht. Die konzentrieren sich auf einzelne wenige Quanten und möchten genau diese Effekte von Superposition und Verschränkung ausnutzen. Und dann werden damit Quantencomputer, Quantensensoren und Quantenkommunikation entwickelt. Das sind gerade so ein bisschen gute, spannende Forschungsgebiete. Genau, gucken wir mal in die Quantencomputer rein. Die wollen jetzt auf jeden Fall diese beiden Effekte da nutzen. Und ihr kennt vielleicht klassische Computer. Da gibt es Nullen, da gibt es Einsen, das haben wir alle irgendwie mal gehört, die stecken in den Computer drin. In keinem Computer steckt eine 0 und 1 drin, das ist ein Abstraktionsmodell. Weil ich nicht nachgucken will, wird das hier gerade mit Magnet gespeichert oder mit Strom, sondern wir sagen, okay, damit wir einfach drüber reden können, was da passiert, wir nennen es 0 und 1. Genauso ist das auch bei den Quantencomputern. Ich nehme Quanten, stecke die in so einen Computer rein, kann die ja zum Rechnen benutzen und ich nenne die dann halt einfach Qubit, kurz für Quantenbits. Die werden mit so einer Kugel hier dargestellt und die können genauso wie klassischen Bits auch 0 und 1 sein. Und zwar, wenn der Pfeil hier drinnen nach oben zeigt, dann ist es einfach genau wie ein klassisches Bit eine 0. Wenn man nach unten zeigt, ist es genau wie ein klassisches Bit eine 1. Immer wenn ich messe, wird er an eine der beiden Richtungen zeigen. Wir haben gesagt, die können ja auch Superposition. Und zwar immer, wenn die nicht genau nach oben zum Nordpol oder zum Südpol sozusagen zeigen, dann sind die in der Superposition. Zeigt dieser Pfeil gerade hier zum Beispiel auf den Äquator, dann habe ich eine 50-50-Chance, was da am Ende rauskommt, ob ich eine 0 oder eine 1 messe. Aber immer beim Messen werden sie eindeutig festgelegt. So könnte dann zum Beispiel so ein Quantencomputer aussehen, der nutzt diese Effekte. Was machen wir damit? Die können auf jeden Fall eine komplett neue Art von Algorithmen nutzen. Wenn ihr an so einen Quantencomputer denkt, ich nenne die manchmal auch lieber Quantenrechenmaschine, weil wenn ich Computer sage, dann stellen sich alle hier so einen Laptop vor, und können auch sagen, ja, ich kann Algorithmen schreiben, habe ich schon mal gelernt, haben wir in der Schule schon mal gemacht, habe ich mich zu Hause mit beschäftigt. Das könnt ihr bei Quantencomputern auch machen, aber die sind komplett anders aufgebaut. Die funktionieren komplett anders, weil die diese Superposition und die Verschränkung ausnutzen. Das heißt, wenn man jetzt einen Quantencomputer programmieren will, muss man ein bisschen umdenken. Das kann man jetzt mit denen machen. Das ist die Frage in der Zukunft, was wollen wir tun? Wir könnten ganz viel die Idee von Richard Feynman, der dieses Konzept das erste Mal vorgestellt hat, ja, die Idee, okay, wir müssen die Welt besser verstehen, wir können so Molekül und Atomsachen können wir viel besser simulieren, wenn wir auch einen Computer haben, der funktioniert wie diese Sachen. Also kann man ganz viel chemische Prozesse machen, könnte Reaktionen verbessern, man könnte ganz viel Medizinforschung machen, könnte sehr schnell Medizin entwickeln, könnte vielleicht auch personalisierte Medizin machen. Man könnte Lieferketten zum Beispiel oder Logistiksachen verbessern, könnte damit was für die Umwelt dazu beitragen. Man könnte aber auch Klimamodelle viel besser verstehen. Wir wissen noch gar nicht so viel über das Klima, außer was schiefläuft vielleicht. Aber man könnte da drin viel mehr verstehen. Wir könnten ganz viel mit Big Data machen und KI auf jeden Fall auch viel verbessern, wenn Quantencomputer mal funktionieren. Das ist nämlich ein spannender Punkt. Je nachdem, welche Experten oder Expertinnen man gerade fragt, sagen einem manche, ja, haben wir doch schon, funktionieren schon. Stimmt. Es gibt welche, mit denen kann man auf jeden Fall schon rechnen, man kann Algorithmen ausprobieren. Ich persönlich würde sagen, das sind eher so Machbarkeitsstudien, weil die machen noch eine ganze Reihe an Fehlern. Und die haben auch nicht so viele Qubits, dass wir wirklich große Probleme damit lösen können. Deswegen muss man da mal ein bisschen vorsichtig sein. Dann gibt es Leute, die sagen, es dauert ein paar Jahre, bis wir einen guten, funktionierenden Quantencomputer haben. Manche sagen Jahrzehnte. Es gibt sogar ein paar, die sagen, ja, vielleicht haben wir nie einen, aber wenn wir daran weiterforschen, lernen wir so viel über das Universum, dass uns das auf jeden Fall ganz viel weitergebracht hat. Genau, ich wollte euch jetzt heute so ein kleines Intro geben, was Quantencomputer sind, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Wir haben erstmal irgendwie diese physikalischen Phänomene, die wir zwar beobachten können, aber wir haben sie gar nicht ganz verstanden. Warum ist da eine Superposition? Warum ist da eine Verschränkung? Und trotzdem können wir anfangen, Technologie damit zu bauen, die vielleicht mal die Welt verändert. Und zwar, warum wird die Welt verändern? Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja alles nur für Informatiker und Naturwissenschaftler spannend. Wenn wir plötzlich ganz viele Fragen stellen können, über die wir heute nicht mal nachdenken,
Zum Beispiel wie das Katzenpuzzle. Wahrscheinlich haben alle gedacht, das dürfte relativ leicht zu lösen sein. Kommen wir auf einmal ganz viele neue Fragen, die wir in allen Wissenschaftsbereichen einsetzen können. Wenn dann die Quantencomputer funktionieren, können wir auf einmal ganz viele andere Wissenschaften vorantreiben und das wird sich auf ganz viele Teile von unserer Gesellschaft auswirken. Und ihr seid einfach jetzt genau in dem Moment, wo ihr euch aus Interesse mit dem Thema beschäftigen könnt, ihr könnt euch aber auch beteiligen an der Entwicklung. Wie werden die gebaut? Wie werden die für andere Menschen zugänglich gemacht? Wie werden die wirklich nutzbar? Könnt ich also gerne damit beschäftigen und ich bin eigentlich hier, um euch zu ermutigen, zu sagen, hey, das könnte ein spannendes Thema sein. Vielleicht möchte ich studieren, vielleicht gucke ich mir auch einfach nur 3 YouTube-Videos an und freue mich auch darüber. Und ich habe euch so ein bisschen so eine Materialsammlung zusammengestellt, wo es noch mehr solche Spiele gibt, aber auch Videos und Bücher, wo ihr gerne mal reinschauen könnt. Die sind auch bei diesem Katzenpuzzle, ist so ein QR-Code, könnt ihr die angucken und der ist auch gleich nochmal auf den Folien mit drauf. Das wäre die Lösung für das Katzenpuzzle, wenn ihr mal gucken wollt. Wer noch ein bisschen länger puzzeln will, es gibt 2 Lösungen, mindestens. Mehr habe ich auf jeden Fall auch noch nicht gefunden. Ich habe auch nicht alle durchprobiert. Könnt ihr gerne mal reingucken. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit schon mal. Ich freue mich über Fragen. Okay, wir freuen uns über direkte Fragen und ich würde versuchen, das Mikrofon schnell in die Menge zu geben. Das ist aber super schwierig, weil das hier mehr so Slalom bzw. Klettern ist. Okay, stell dich gerne hin, glaube ich, dann können dich alle auch sehen. Genau. Hallo, ich habe eine Frage zu der Energieeffizienz von Quantencomputing. Es gab ja gestern einen Vortrag von Paris Marx, der ausgeführt hat, was die wachsenden Datencenter alle für einen wahnsinnigen Energieverbrauch haben. Wird das durch Quantencomputing besser oder noch gigantisch viel schlimmer? Ich habe verschiedene Leute gefragt und auch verschiedene Antworten drauf bekommen, ehrlich zu sein. Im Moment sind die nicht besonders energieeffizient, die meisten, weil die super stark runtergekühlt werden und am Ende halt immer noch keine Probleme lösen. Also im Moment sind sie nicht effizient. Es gibt aber genügend Leute, die sagen, ja, wenn die einmal effizient sind und wir wirklich mit den Problemen lösen können, haben wir so eine Rechenpower, dass wir das auf jeden Fall ganz leicht machen können. Und es gibt zum Beispiel an der Uni Wien wird daran geforscht, dass man Quantencomputer auf Photonenbasis baut. Die verbrauchen fast gar keinen Strom. Die haben nämlich die Idee, ihren Quantencomputer mit Solar zu betreiben. Super, da haben wir noch eine Frage. Also, ja, vielleicht eher philosophisch zum Thema Superposition. Wessen Beobachtung zählt? Also wenn da 2 Leute nebeneinander stehen, eine Person beobachtet, die andere nicht, sind es dann sozusagen 2 parallele Zustände oder ist es dann so, dass es einen konkreten Zustand gibt? Und falls zweitens, zählt zum Beispiel auch ein Eichhörnchen oder eine Katze, wenn die beobachtet? Theoretisch ist den Quanten das egal, wer die anschaut. Die müssen tatsächlich nicht beobachtet werden, sie müssen eine Interaktion mit irgendwas anderem zu tun haben. Das kann irgendein Quant sein, das ist auch genau das Problem bei Quantencomputern. Wir können die nicht so leicht so lange isolieren, deswegen zerfällt schnell dieser Zustand. Das ist das Problem gerade beim Bauen. Also es gibt nur irgendeine Interaktion mit einem anderen Quant und dann kann diese Superposition aufgelöst sein, ist das Problem. Okay, super. Dann geben wir hier noch mal. Also zu der Frage, die gerade kam, habe ich eigentlich eine andere Vorstellung. Es gibt nur einen Beobachter im ganzen Universum und das bin ich. Denn wenn ich einen Dritten schicke, nach der Katze zu gucken, dann ist der auch in einem Überlagerungszustand. Und erst wenn ich den frage, was hast du gesehen, dann schnappt das Universum auf einen Zustand ein. Genau, es gibt verschiedene philosophische Theorien, wie man das Ganze versucht zu erklären. Wir können halt keine davon beweisen. Es gibt so Theorien, dass man sagt, okay, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und immer wenn ich irgendwie eine Interaktion oder das Quant beobachte, dann legt sich das plötzlich fest. Und es gibt nur noch eins. Es gibt auch die Idee, dass es viele verschiedene Universen gibt und ihr seid einfach genau in der einen gerade. Vielleicht gibt es ein anderes Universum, wo du hier vorne auf der Bühne stehst und nicht ich. Okay, jetzt haben wir hier vorne noch eine Frage. Bitte. Es schließt sich so ein bisschen an die Frage eben mit den 2 verschiedenen Beobachtern oder so. Und ich frage mich, wie das ist, wenn 2 Leute gleichzeitig oder 2 verschiedene Messungen gleichzeitig stattfinden. Ist es möglich, dass beide Messungen was Unterschiedliches ergeben? Oder ist, wenn zur selben Zeit Dinge gemessen werden, der Zustand immer identisch? Genau, also ich bin kein Quant, aber das fühlt, glaube ich, eher so eine Messung zuerst. Und dann ist es diese Superposition aufgelöst. Also Superpositionen sind da, bis irgendwie eine Messung stattfindet und dann ist sie weg. Und ab da können wir eigentlich immer das Gleiche wieder messen. Wenn wir es schaffen, unser Quant festzuhalten, ist manchmal gar nicht so leicht, wenn so ein Photon durch die Gegend fliegt. Okay, jetzt ist hier hinten noch eine Frage. Genau, welche Unternehmen und oder Länder sind denn führend im Bereich der Forschung rund um Quantencomputing?
Unternehmen will ich vielleicht gar nicht aufzählen, weil ich auf jeden Fall nicht alle kenne. Länder, ist, wir wissen auf jeden Fall, dass ganz viel in den Vereinigten Staaten passiert, da schon seit 20, 30 Jahren. Kanada ist auch ganz viel mit dabei, aber auch Japan und China sagen öfters welche, dass da bestimmt auch viel passiert und man da aber nicht ganz so viel mitbekommt. Ist aber inzwischen auch ganz viel Forschungsbereich in Europa, damit wir da nicht den Anschluss verlieren, wenn die mal weiterentwickelt werden. Hi. Woher wissen wir eigentlich, dass es diese Superposition gibt, wenn sobald beobachtet oder gemessen wird, die Quanten sich festlegen? Super, danke dir. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Experimente, wo man die versucht, in diese Superposition zu bringen und sagt, okay, das passiert nicht irgendwann zufällig, aber irgendwann kann ich die messen und dann ist das immer so, ich kann die dann auch fünfmal messen und ich kriege das gleiche Ergebnis raus. Du willst noch was dazu sagen? Nee? Das Doppelspaltexperiment ist, glaube ich, da eben eine Begründung für. Ne? Also wo dann das eine Photon gleichzeitig durch beide Schlitze fliegt. Genau, das ist eine dieser Superpositionen. Der Ort ist nicht ganz festgelegt. Das ist Doppelspaltexperiment, ist vielleicht noch eins der bekanntesten. Ich habe einfach zwei Türen, zwei Schlitze und schieße da irgendwie einzelne Quanten drauf. Das könnten Photonen, könnten Elektronen sein. Wenn keiner hinschaut, dann wirkt das, wie wenn die Quanten durch beide durchgehen. Und zwar verhalten sich dann so ein bisschen wie so eine Welle und das können so ein, aus dem Physikunterricht kennen wir so ein Interferenzmuster, also so ein Zebrastreifen. Und der ist aber hinten in der Mitte zwischen den beiden Türen am hellsten. Verhalten sich wie so eine Welle. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, das schickt man nur ein einzelnes Quant dahin, dann passiert immer das Gleiche. Wie wenn es wirkt, wie wenn das durch beide Türen gleichzeitig durchgehen kann und mit sich selbst wechselwirken kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal versucht rauszufinden, okay, geht das wirklich durch beide durch und ich fange an zu messen, ist das auf einmal aufgelöst und es sieht aus, wenn es nur noch durch eines durchgeht. Wir können jetzt sogar noch eine Frage oder du machst ein Abschlusswort. Was dir lieber? Dann mache ich lieber ein Abschlusswort. Sorry. Ich bin aber gleich noch da. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ich freue mich auch, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder sowas, wenn ihr noch Input, Ideen, neue Spiele habt oder sowas. Ich finde das cool, wenn ihr euch alle mit Quanten beschäftigt. Ich wollte euch jetzt gar nicht 100% darauf überzeugen, dass das das Beste ist, was so auf der Welt passiert, sondern ich wollte euch vor allem den Hinweis mitgeben, bleibt neugierig. Lasst euch nicht so wie ich von irgendwelchen Sachen abschrecken, da im ersten Moment, sondern bleibt neugierig in die Welt, schaut euch die neuen Technologien an. Und das ist ganz wichtig für demokratische Prozesse und dass wir mitbestimmen können, dass jeder einfach mal ein bisschen was Neues lernt und das auch manchmal Spaß macht. Applaus